Oh nee, was denn jetzt kaputt? Ruhe ist. Boah, jetzt klingelt das schon wieder. Verpacke. Da muss schnell los. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der Videoreihe über unsere Weltreise mit Aida Soll. Früh am Morgen ging es für uns los in Richtung Hamburg. Der erste Teil dieser Weltreise beginnt für uns mit der Fahrt vom schönen kleinen Saarland nach Hamburg, wo wir vor der Abreise mit dem Schiff noch eine Vorübernachtung geplant haben. Und so beginnt für uns mit den ersten gut 600 Kilometern der Traum unserer Weltreise. Und ist somit zeitgleich auch der Start dieser Videoreihe, mit der wir euch auf unsere Reise mitnehmen möchten. Los geht's! Hamburg angekommen, beziehen wir zuerst unser Zimmer im Hotelhafen Hamburg, bevor wir noch etwas rausgehen und im Hafen etwas herumschlendern. Vom Hotel aus haben wir einen guten Blick auf das Dock Elbe 17, in dem Aida Soll vor ca. 2 Wochen für die Weltreise aufgehübscht wurde. Nach einem kurzen Bummeln entlang der Landungsbrücken begeben wir uns mit der Fähre in Richtung Dockland, um uns dort noch etwas der Kunst zu widmen. Am Zielanleger angekommen, sieht man auch direkt, was wir uns ansehen möchten.
Hier steht nämlich das größte mobile Kunstwerk der Welt, erschaffen von Otto Waalkes, das Ottifanten Global Gate. Nachdem wir gerade gut zu Abend gegessen haben, machen wir uns nun zu Fuß auf den Weg zurück in Richtung Hotel. Bevor wir jedoch schlafen gehen, schauen wir uns noch schnell den alten Elbtunnel an. Dieser wurde 1911 in Betrieb genommen. Der Tunnel selbst ist 426 Meter lang und wird aktuell meist von Fußgängern und Radfahrern genutzt, welche per Aufzug den Tunnel erreichen. Früher wurde der denkmalgeschützte Tunnel und die Aufzüge auch von Automobilen benutzt. Ursprünglich war dieser jedoch für Pferdegespanne und frühzeitige Automobile ausgelegt, was man auch an der Fahrbahnbreite merkt. Und jetzt noch einmal schlafen, bevor der große Tag beginnt. Am frühen Morgen geht es los mit dem Auto in Richtung Cruise Center Steinwerder. Auf den ersten Stunden unserer Reise begleitet uns Matthias Mohr. Das Video könnt ihr euch bei Interesse auf seiner YouTube-Seite anschauen. Ich habe euch dies in der Videobeschreibung verlinkt. Nachdem wir am Cruise Center in Steinwerder angekommen waren, konnten wir einen ersten Blick auf unser Schiff werfen, welches für die nächsten 117 Tage unser neues Zuhause sein wird. Doch bevor wir an Bord gehen konnten, mussten wir noch schnell das restliche Gepäck abgeben. Zwei Koffer hatten wir bereits im Voraus losgeschickt, daher waren wir hier schnell fertig. Nachdem beim Check-in alle Formalitäten geklärt waren und wir die Bordkarten erhalten hatten, wurden wir zuerst musikalisch und im Anschluss durch die Crew von Aida Sol herzlich begrüßt. Nach diesem Gänsehautmoment ging es dann aufs Schiff. Nachdem wir unsere Sachen in der Kabine abgelegt hatten, gab es an der Aida Bar noch einen kleinen Willkommensdrink für uns. Im Anschluss mussten wir dann natürlich noch das für uns obligatorische Zuhause-Foto unter dem AIDA-Schriftzug machen. Und hier war dann auch für uns der Moment gekommen, um uns von Matthias Mohr zu verabschieden. Vielen Dank nochmal für das klasse Video von dir. Mit Spannung hatten wir nun den Abend erwartet, denn um 20 Uhr soll das heißen, Leinen los in Hamburg. Los geht's mit der Weltreise 2023. Zum Auslaufen hatte sich AIDA noch eine tolle Lichtinszenierung einfallen lassen. Aber schaut selbst.
natürlich auch ein Weltreise, steht da ganz groß geschrieben. 117 Tage, so lange wollen wir mit Ihnen auf Reisen gehen. Und da hat tatsächlich unser F&B-Team Sie nicht nur eingeladen auf diesen Drink, sondern schon heute Nacht angefangen, die Tische aufzubauen, dass das alles so steht. Klatschen Sie nochmal kräftig in die Hände. Vielen Dank. Nach der Begrüßung durch unseren Entertainment Manager The Toby und Hoteldirektorin Heidi Rothe durfte das angekündigte Sektbuffet im wahrsten Sinne des Wortes gestürmt werden. Die Verkündung des Urlaubsbeginns durfte natürlich auch nicht fehlen. Für uns geht es nun innerhalb von 2 Seetagen um insgesamt 1047 Seemeilen, was 1939 Kilometern entspricht, ins spanische A Coruña. Das seht ihr dann alles im nächsten Teil. Bis dahin, ahoi, euer Grußmicha.